Servus, ich bin's, der Markus, und heute stelle ich euch das Bergamo Evil N330 vor. Wir haben es hier mit einem E-Bike zu tun, welches vor allen Dingen durch die Rahmenkonstruktion zu überzeugen weiß. So haben wir hier einen super gut verarbeiteten Aluminium-Tiefeinsteigerrahmen, mit dem ihr super komfortabel auf das Fahrrad aufsteigen und wieder absteigen könnt. Der Rahmen ist super gut verarbeitet, aus Aluminium gefertigt. Wir haben hier die infällige Zugführung, die wirklich was hermacht optisch, da sie das ganze Fahrrad super gut aufräumt. Außerdem wurde hier der Akku meiner Meinung nach sehr schön auch am Sitzrohr integriert. Das sieht wirklich klasse aus und macht auch durchaus Sinn, da so der Schwerpunkt des Fahrrades in die Mitte des Fahrrades wandert, was somit die Handhabung des Fahrrades wirklich erleichtert. Das Fahrrad ist straßenverkehrstauglich. Liegt zum einen daran, dass wir hier eine Frontleuchte haben mit Frontreflektor, einen Rückreflektor, eine Rückleuchte, außerdem die Reflektionsstreifen an den Reifen, die Reflektoren an den Pedalen sowie eine Klingel. Die Schutzbleche, die sorgen dafür, dass, wenn es auch mal schlechtes Wetter ist und es geregnet hat, dass ihr euch auf jeden Fall nicht schmutzig macht. Außerdem haben wir einen Gepäckträger, der bis zu 20 Kilo Last aufnehmen kann. Und somit könnt ihr zum Beispiel problemlos auch mal eine Tour fahren, Gepäcktaschen hier verstauen oder auch einkaufen gehen. Oder sonst wie ist das Fahrrad definitiv super gut alltagstauglich. Außerdem haben wir natürlich zur Alltagstauglichkeit passend einen Ständer, sodass ihr das Fahrrad jederzeit abstellen könnt. Wir haben hier einen komfortablen Lenker mit ergonomischen Griffen, außerdem einen im Neigungswinkel verstellbaren Vorbau sowie einen sehr bequemen Gehsattel. Das alles erleichtert euch hier wirklich nochmal das Komfort. Von der Farbgebung her haben wir einen sehr edlen, matten Schwarzton, der gepaart wurde mit einem edlen, dunklen Silberton. Das Herzstück dieses E-Bikes ist sicherlich der Motor. Wir haben hier den Bosch Performance Line Motor verbaut. Dessen maximales Drehmoment liegt bei 63 Newtonmetern und somit kommt hier jeden Berg problemlos hoch, ohne hier wesentlich ins Schwitzen zu kommen. Dazu braucht ihr natürlich auch einen gescheiten Akku. Den habt ihr definitiv gegeben. Mit einer Akkukapazität von ganzen 500 Wattstunden bringt der euch wirklich super lange Strecken von A nach B. In der Lenkermitte befindet sich das Bosch Intuvia-System, welches ihr von der linken Lenkerhälfte aus ansteuern könnt. Ihr könnt die verschiedenen Unterstützungsmodi hier problemlos einstellen, sowie auch verschiedene Ansichten hier im Menü. Die RockShox Paragon Federgabel, die liefert euch 65 mm Federweg und zusätzliches Komfort. RockShox ist eine Gabelmarke, die vor allen Dingen aus dem Mountainbike-Bereich bekannt ist, und somit habt ihr hier eine super qualitativ hochwertige Trekkinggabel, die ihr sogar per Luftdruck auf euer Körpergewicht einstellen könnt. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, die Gabel zu locken, dann taucht sie nicht mehr ein, sie ist dann wesentlich straffer und ihr habt einen geringeren Kraftverlust. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Highlight dieses Fahrrades. Das ist sicherlich die Novinci Nabenschaltung. Diese ist stufenlos, das heißt, ihr findet jederzeit den richtigen Gang. Habt hier den Drehgriffschalter, womit ihr eben keine fest definierten Gänge habt. Ihr könnt zwischen schwer und leichteren Gängen wählen. Das Ganze stufenlos. Novinci ist wirklich hier eine Sache, die ihr euch gerne auch nochmal so anschauen könnt. Ist zu empfehlen und qualitativ definitiv sehr hochwertig. Des Weiteren haben wir das natürlich hier ein Kettenstrebenschutz, so macht ihr euch die Hose nicht schmutzig, und hochqualitative Scheibenbremsen, hydraulische Scheibenbremsen aus dem Hause Shimano, sodass ihr jederzeit sicher zum Stehen kommt. Das Bergamo Evil N330 ist bei uns für 3.299 Euro erhältlich. Ihr bekommt hier ein hochqualitatives Wave E-Bike, also einen Wave-Rahmen habt ihr hier, kommt von Englisch die Welle, ein tiefer Einstieg also, welches euch definitiv im Alltag einiges erleichtern kann und eine Menge Spaß macht. Wenn ihr dieses E-Bike einmal ausprobieren wollt, dann macht doch den Verfügbarkeitscheck und kommt in einer unserer Filialen oder bestellt es einfach unter fahrrad-xxl.de.